Ihr seid ein Plagegeist? Aber das ist doch bestimmt freundlich gemeint, oder? Es war offensichtlich. Ach, das war doch offensichtlich, dass ihr bleiben würdet. Ihr bleibt also. Ich bin schockiert. Ihr würdet einen neuen Hauptmann einfach übergehen. Das kann ich diesen Männern nicht antun. Danke für alles. Dass ich so viel habe, verdanke ich euch. Ich bin für euch da, Hawk. Und für mich selbst. Sehr gut. Der letzte Satz war wichtig. Hinterfragt die Überzeugungen, sprich in ihrem Büro, das haben wir gerade gemacht. So, und jetzt bevor wir weiterziehen, würde ich sagen, werde ich eine kurze Aufnahmepause machen und mich gleich verwirrt wieder zurückmelden und bestimmt erstmal im Journal gucken, wie es weitergeht, wie ich mich kenne. So, also bis gleich, ne? Tschüss! So, Freunde, und weiter geht's bei Dragon Age und diesmal mit dem neuen, nein, ein neues Headset ist es ja nicht mehr. Diesmal mit dem neuen Equipment versuche ich gerade meine erste Aufnahmerunde. Ist noch ein bisschen ungewohnt, mit dem Mikrofon hier so zu spielen, dass hier vor mir rumschlawenzelt. Mal schauen, wie wir uns machen. Ich sehe auf jeden Fall die Tasten nicht mehr richtig. Naja, jetzt gucke ich mal hier halten. Hier Journal, okay. Muss ich jetzt alles versuchen blind zu machen erstmal. Geht erstmal halt nicht anders. So, was haben wir denn? Nebenquests, die verlorenen Schwerter, das haben wir die ganze Zeit schon. Hinterfragt die Überzeugung bei Sebastian und ein kleines Problem mit Varric. Dann gehen wir doch erstmal zum Zwerg, weil der Sebastian, der kann ja ruhig ein bisschen warten. Und wir begeben uns mal zum gehängten Manne hinzu. Da baumelt er ganz fröhlich herum. Lalalalalalala. Bin wirklich mal gespannt, wie die Aufnahmequalität hinterher ist. Das dürfte ja recht lustig werden. Hallo Varric, na du alte Potsau, wie geht's dir denn? Warte mal, jetzt bleib doch mal stehen. So. Na? Hättet ihr eine Minute, Hawk? Aber natürlich. Ich weiß, das ist eine alte Geschichte, aber erinnert ihr euch an das Haus in der Oberstadt, in dem sich Bartrand verbarrikadiert hatte? Ja. Bartrand hat jetzt, wo er im Sanatorium ist, keine rechte Verwendung mehr dafür. Also habe ich versucht, es zu verkaufen. Oh, das könnte schwierig werden. Ich nehme an, es gibt nicht besonders viele Interessenten dafür. Nein. Es gibt tatsächlich nur äußerst wenige Leute, die sich für teure Häuser in der Oberstadt interessieren, an denen Blut klebt. Ich habe in Rivain einen niedrigeren Adligen gefunden, der es ungesehen gekauft hat. Aber jetzt gibt es leider ein Problem. Oha. Der Käufer behauptet, in dem Haus spuke es. Es soll spuken in dem Haus. Das überrascht mich nicht unbedingt. Jeder, der die Geschichte des Hauses kennt, würde sämtliche nächtlichen Geräusche Geistern zuschreiben. Ich habe es möglicherweise versäumt, dem Käufer gegenüber die bewegte Geschichte des Anwesens zu erwähnen. Oh. Es gab wohl einige kleinere Problemchen. Flüsternde Stimmen in den Wänden, Erscheinungen, Dinge, die sich von allein bewegt haben. Ach so. Ich hoffe, die Ursache ist ein Relikt, das Bartrand aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Wir zerstören es und schon ist der Spukgeschichte. Es handelt sich nicht zufällig um das Relikt, das den Bartrand auch wahnsinnig gemacht hat? Was, wenn das nicht hilft, das Relikt zu zerstören? Ich bin zwar kein Experte, was Spukhäuser angeht, aber was tun wir, wenn das Zerstören von Dingen das Problem nicht löst? Das ist dann der Moment, in dem es kompliziert wird. Ihr hattet in eurer Familie mit Magie zu tun, Hawk. Ihr müsst doch Erfahrung im Umgang mit komischen Dingen haben. Ich bin mir sicher, euch fällt schon etwas ein, was uns hilft. Und wenn nicht? Was geschieht, wenn wir nichts unternehmen? Im besten Fall. Sie schleifen mich vor den Truchsess und klagen mich des Betrugs an. Im schlimmsten Fall werden die Krähen von Antiva hinzugezogen. Wofür braucht ihr mich genau? Könnt ihr das nicht allein erledigen? Ich bin Geschäftsmann, Hawk. Und hier und da erschieße ich auch ein paar Leute. Aber ich weiß nicht das Geringste über Geister oder Magie. Selbst wenn ich das Ding finde, das all diesen Ärger verursacht, ist es also durchaus möglich, dass ich nicht in der Lage bin, das Ganze allein aufzuhalten. Na, dann lass uns mal darum kümmern, Zwerg. Na schön. Untersuchen wir das Anwesen. Mal wieder. Danke, Hawk. Ich wusste, ihr würdet mich nicht hängen lassen. Kein Problem. Ich habe erfahren, dass der König von Ferelden Käse liebt. Er ist einer von uns. Einer von Andrastes Auserwählten. Ja, Käse ist immer super. So, was wollte ich jetzt gucken? Jetzt wollte ich schauen, Gefährten, Spuk. Geh mit Varric zu Bartrans Anwesen, die Oberstadt, um das Geisterproblem zu lösen. Und just jenes werden wir natürlich auch tun. Wo sind wir denn hier auf einmal? In seinem Räumchen? Hallo? Da.
Ihr seid zu schweigsam, Varric. Ich denke darüber nach, auf Liebesgeschichten umzuschwenken. Nichts? Nicht einmal ein missbilligendes Stirnrunzeln? Ich bin zufrieden. Schreibt, was euch beliebt. Aber dann macht es doch überhaupt keinen Spaß mehr. Zufriedenheit in der Kaserne? Niemand bezahlt dafür, sowas zu lesen. Schade, dass mir das nicht schon vor Jahren eingefallen ist. Ach schön. So, pass mal auf, wir machen nochmal Folgendes. Bevor wir jetzt Variks Dingensen nachgehen, gehe ich doch nochmal zu Onkel Gamlin in der Unterstadt. Da gibt es jetzt aber nicht mehr den direkten, die direkte Verbindung. Da gehen wir mal hier schön lang. Weil da soll ja noch eine kleine Notiz auf uns warten, die wir wohl übersehen haben. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich mich, aber beziehe euch mit ein, damit ich Euer nicht Gatte alleine... Euer Gatte ist mit mir einer Meinung. Ja, ja. In welcher Sache? Er hält die Kommandantin für wahnsinnig. Er hat mir gesagt, dass sie hinter eurem Rücken gegen Wachen ermittelt, die sie verdächtigt, insgeheim Magier zu sein. Selbst wenn das wahr wäre, würde er es euch nicht erzählen. Er wird nicht für sie kämpfen, wenn es soweit ist. Würdet ihr euch gegen euren eigenen Mann stellen? Ich weiß nicht, ob ihr lügt oder verrückt seid. Vielleicht beides. Man weiß es nicht genau. Der Anlass kommt mir auch so ein bisschen suspekt vor in letzter Zeit. Und ich könnte mich täuschen, aber war der schon immer so schwarz angezogen, so dunkelgrau? Nee, ne? Das war doch vorher alles ein bisschen heller hier bei dem Typen. Komisch, komisch, komisch. Das ist bestimmt so eine kleine Lederkluft, die er drunter trägt. Wenn er dann abends in den Popo-Club geht. So, wo war denn jetzt eigentlich... Gamlin war auf jeden Fall nicht hier, sondern... Wo war denn der? Wo wohnte denn der? War das hier? Mal schauen. Ja, sieht gut aus. Hallo, Onkel Gamlin, alte Knitterbacke. So, da soll irgendwo... Ach, ein zerknüllter Zettel, da, ganz klein. Gamlin, ich habe den Edelstein von Kerashek gefunden. Wenn ihr ihn wollt, kommt in die Dunkelstadt. Allein. Aha. Lasst das! Es gibt Dinge in meinem Leben, die euch nicht betreffen. Stellt euch vor! Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein, Junge! Oh, doch, das werden wir. Und zwar gucke ich jetzt mal... In die Aufgaben, nee, Moment, da, in den Aufgaben, Nebenquests, nein, sekundär, Gamlins größter Schatz. In einer Notiz ohne Unterschrift wird Gamlin gebeten, alleine in die Dunkelstadt zu gehen. Onkelchen, weißt du was darüber? In dieser Notiz wird der Edelstein von Kerashek erwähnt. Was ist das? Gar nichts. Vergesst es einfach. Klingt aber nicht wirklich nach gar nichts. Kann ich euch dabei vielleicht helfen? Falls ihr euch Sorgen wegen des Absenders dieser Notiz macht, könnte ich ja an eurer Stadt gehen. Habe ich euch etwa darum gebeten? Ich weiß nicht, wer sie geschickt hat, und das interessiert mich auch nicht. Ich habe alles verloren, als ich diesem Edelstein hinterhergejagt bin. Unser Vermögen, unser Haus und sogar Mara. Wer ist denn Mara? Wer ist Mara? Sie ist... niemand, der euch etwas anginge. Das ist sie. Ach so. Warum geht ihr nicht zurück in euer schickes Haus in der Oberstadt und haltet euch aus meinen verdammten Angelegenheiten raus? Quest aktualisiert. Gehe in die Dunkelstadt und stelle die Person, die nach Gamlin gefragt hat. Natürlich, natürlich, das machen wir natürlich. Ach, das machen wir jetzt mal eben zwischendurch, würde ich sagen. Ich hoffe, das geht schnell. Und dann kümmern wir uns weiter um Varric. Wie geht es euch so kurz vor dem Ende, Varric? Ich rechne in Kürze mit der Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln. Macht etwas daraus. In Ordnung? Für euch, werte Dame, Sonnenuntergänge und Rosen ohne Ende. Varric. Und die starke Hand des Gesetzes, die alles beiseite wischt. Ich hatte gedacht, das wäre ohnehin klar. Ach, ich glaube, da geht's immer um die Schnulzenromane. Da komme ich immer nicht so ganz mit, was die so meint. Wie geht's euch so kurz vor dem Ende? Ich glaube, es geht um die Schnulzenromane. Ich bin mir nicht so sicher. So, dann lasst uns doch mal ganz kurz in die Unterstadt in die Dunkelstadt reisen. Din, 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 din. So, weiter geht's und ab in die Dunkelstadt zu Gamlins größtem Schatz. So, wo müssen wir denn hin? Da nach unten und da nach links. Aus unserer Richtung gesehen. Ach, Frau Merkel steht da. Seid ihr diejenigen, die die Notiz über den Edelstein von Kerashek geschickt haben? Wir dachten schon, ihr würdet nicht kommen.
Ihr wisst doch, dass es unhöflich ist, andere warten zu lassen. Ich habe schließlich auch noch andere Dinge zu erledigen. Verzeiht, aber wer seid ihr? Ihr verwechselt mich anscheinend. Ich kenne euch nicht. Ihr müsst mich nicht kennen. Ihr müsst mir nur zuhören. Ihr müsst wissen, wir wurden angeworben, um euch eine Notiz zu überreichen. Aha. Darin ist vom Edelstein von Keroshek die Rede und wir haben beschlossen, dass wir selbigen haben wollen. Ach so. Ihr solltet ihn uns übergeben. Ihr könnt lesen? Ihr glaubt, wir hätten ihn? Ich will aber viel lieber die Notiz haben. Ach, wir kriegen ihn sowieso. Wir sagen jetzt, ihr glaubt, wir hätten ihn. Und die werden dann sagen, natürlich habt ihr ihn, leugnen ist zwecklos. Und dann gibt's hier natürlich gleich wieder schön aufs Maul. Uns wurde gesagt, wir müssten herkommen, um den Edelstein zu holen. Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass wir ihn haben? Ihr habt ihn oder könnt uns zu dem bringen, der ihn hat. Dessen bin ich mir sicher. Ja. Wir gehen ohne diesen Edelstein nirgendwo hin. Ach so. Ich weiß schon genau, wo ihr hingeht, Frau Merkel. Dann schalten wir zuerst den aus und da kommen bestimmt gleich noch weitere von hinten. Da ist ja schon einer von hinten. Pass mal auf, dann machen wir das mal so. Ach, wir haben ja Varric dabei jetzt die ganze Zeit. Naja, egal. So, das war die Rutsche. Den Söldner da hinten ignorieren wir erstmal. Und jetzt geht's. Den und dann den. Sonst noch jemand? Dann gucken wir noch mal, was der Mäkel dabei hat. Der Wallop-Schlegel, ein Questgegenstand. Hängt an der... Gamlin, der Edelstein ist wunderschön. Ich verstehe, warum ihr von ihm besessen seid. Erinnert ihr euch an das Spiel Wallop? Findet den Ort, von dem euer Wallop-Schlegel stammt. Dort sind auch eure Antworten. Wand in Gamlins Haus nicht ein Schlegel? Gamlins größter Schatz, frage Gamlin nach dem Wallop-Schlegel. Nach dem Tobias-Schlegel. So, das hatten wir schon. Zack, hier einmal alles mitnehmen. Eine Flasche und da, naja, gibt's gar nichts. Das war ja jetzt herausfordernd. So. Und jetzt zurück in Unterstadt und zurück zu Onkel Gamlin und mal gucken, was er zu sagen hat. Es ist total ungewohnt, jetzt so aufzunehmen, weil vorher hatte ich immer das G35 auf dem Kopf und da haben die Kopfhörer alles abgeschirmt, was ich gesagt habe. Deswegen bin ich da so unglaublich laut geworden. Jetzt bin ich wirklich mal extrem gespannt, wie diese Aufnahme hier jetzt rüberkommt. Nicht nur von der Quali her, sondern auch so von der Sprachlautstärke. Ich sehe jetzt hier auf dem rechten Monitor, dass ich nicht so laut bin wie sonst, was mich beunruhigen sollte. Ich muss doch schreien, wenn ich aufnehme. Schreien muss ich. Na, lassen wir uns mal überraschen. Ich mache jetzt hier erstmal ein halbes Stündchen und dann mal gucken, werde ich hinterher mal schauen, wie es so ankommt, auch wie es bei euch ankommt. Und dann muss ich mal entscheiden, ob ich jetzt weiterhin mit diesen momentanen, das sind jetzt so Headset-Kopfhörer vom anderen Headset, was ich habe, ob ich die weiter benutze oder ob ich mir da so Ohrumschließende hole, die mich abschirmen. Mal schauen. Ne, Gamlin? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ach Mensch, Onkel Gamlin, wir müssen uns mal unterhalten. Ich habe diese Notiz bei einem Schläger gefunden, der mich angegriffen hat. In ihr wird euer Wallop-Schlägel erwähnt. Als ich das letzte Mal Wallop gespielt habe, war ich noch ein Kind. Aber mein Schlägel hängt immer noch an der Wand. Zumindest darin war ich wirklich gut. Ach du. Dann lass uns doch mal gucken. Wo ist denn hier? Da ist ja... Ach, das ist der. Ach, gucke mal. Gamlins größter Schatz. Untersuche den Venadal, den Baum des Volkes im Gesindeviertel der Elfen. Tja, Gamlin, ne? Ich bin da mal weg und suche mir deinen Diamanten. Gesindeviertel ist ja hier direkt in der Unterstadt. In der Unterstadt. Und das heißt, dass ich da jetzt erstmal... Gehen drei Templer in eine Taverne. Jetzt nicht, Varric. Geht's euch nicht gut, Blondschopf? Ihr seid auch sonst immer in Stimmung für Templerwitze. Ach Mensch, ich hätte ihn gern gehört. Du war anders. Ja doch. Der Baum, aus dem der Schlägel angefertigt wurde, befindet sich hier im Gesindeviertel. Ja? Na sowas. Wusste ich gar nicht.